Ich komme zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Ja. Was machen wir heute? Ganz einfach, wir werden den Schlüssel für das Blumsklo anwenden. Und den kranken Dorius begleiten, soweit das für uns möglich ist. Und dann brauchen wir immer noch die Ausgucksform, also von die gestohlenen Gegenstände, davon fehlte ja noch einer. Und da müssen wir uns die Ausgucke von den Dampfschmieden mal vornehmen. Ich denke, das kriegen wir in diesem Part alles hin. So, jetzt reite ich erstmal hier an diesen ganzen, ach, ich sag immer Kristallspinnen, das sind aber Glasnetzspinnen. Ja. So, ihr erinnert euch da unten in dem Kessel. Also nicht in dem Kessel, sondern in dieser Einbuchtung, da lag der Dorius. Und normalerweise wäre der uns bei der Quest mit rausgefolgt und Moment, ich geh mal auf die Karte, wäre mit uns dann, den hätten wir begleitet hier bis zu dem Tor hier oben. Und also nicht bis nach Ironforge, sondern nur bis zu dem Tor. Und da er aber ja jetzt hier nicht mitläuft, also nicht so wie die Golems mitläuft. Lass mir doch mal Ruhe. Da der da nicht mitläuft. Das ist die Quest ist also nicht 100% in Ordnung hier, aber das ist inzwischen bekannt. Ist im Bug-Trigger ist es eingetragen. Naja, trotzdem können wir die wohl abschließen und weitermachen. Und das wollte ich auch ganz gerne, weil das, glaube ich, auch eine der, so wie auch das mit dem Plumpsklo, eine der Quests ist, die nicht jeder so macht. So. Ja, was? Ich wollte das jetzt mal anklicken und da wir den Schlüssel zur Freiheit haben, sprechen wir den nochmal an. Was? Wer ist da? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, bist du immer noch beschäftigt? Da brat mir doch einer, wie Zuppengeier. Ihr habt den Schlüssel gefunden. Ich wusste, dass diese verdammten Dunkeleisenzwerge ihn versteckt haben, nachdem sie mich hier eingesperrt hatten. Vielen Dank, Triven. Ihr seid echt spitze. Hm, ja, ich weiß. Na dann dreht sich doch jetzt schnell mal, dreht doch mal schnell den Schlüssel im Schloss herum und lasst den alten Luchid. Wie heißt der? Lochid? Luchid? Loch. Lochid? Hier raus. Lochid. Schön. Und sehen wir ihn jetzt noch? Leider nicht. Da ist er. Lass auf ein Glas. Na, Alter? Und dich nochmal ansprechen? Nein, leider nicht. Okay, das haben wir also erledigt. Das hat sich auch EP-mäßig wirklich gelohnt, muss ich sagen. Und dann, wie gesagt, geht's jetzt weiter. Wir werden zu dem Tor reiten. Also wir stellen uns jetzt vor, wir würden den Zwerg geleiten. Ich werde aber nicht langsam gehen. Sondern reiten. Einverstanden? Also normal würden wir jetzt hier überall zu Fuß durchlatschen müssen. Im Grunde ist es eine Erleichterung, dass wir das nicht machen müssen. Lalala. Spinnst du mich ein? Ach ja, ach, die spinnen einen ein. Ja, ach, Käse. Dann hol mich mal runter vom Hotti. Auch nicht. Ja, die hätten uns auch angesprochen mit dem Berg im Schlepptau. Krieg ich bei dir Mana zurück? Hm. Einmal nicht. Gib mir Mana zurück. Oh, ich sehe gerade. Hab mich schon gewundert, wollte gerade sagen, hast du jetzt doch die Quest? Aber nein, die Quest habe ich nicht, die ich meinte, wo wir 20 von denen töten mussten. Zumindest dachte ich, da gäbe es noch eine andere. Und ich meine, das ist auch so. Nein, robuster Kristallbeinschaft. Das ist hier gerade gedroppt. Davon bräuchten wir 20 hier für den Auftrag, der hier in diesem Geschäftsbuch aus Tanaris steht. Unter anderem. Ja, können wir uns nachher drum kümmern. Ich
mache das jetzt hier teilweise so, dass ich euch jetzt nicht bei jedem Kill da dabei habe. Es sei denn, wir gehen dann später runter oder so, aber wirklich nur die wichtigen Sachen, dass man sieht, wo man hin muss, etc. Und ja, wie ich die abgebe, wo ihr die Gegner findet, wo was droppt und so weiter. Aber dieses stundenlange 20 Golems, 20 Spinnen, 20 davon, 20 hiervon, ich glaube, irgendwann ist es dann auch genug. Denke ich mir mal so. Kann das nicht sein, dass hier immer einer war, der die... Da liegt übrigens... Ach, ja, okay. Also normalerweise würden wir ihn hier bis hierher geleiten, den guten Duls. Und dann lässt er hier diesen Brief fallen, beziehungsweise gibt den uns in die Hand, drückt den uns in die Hand. Und warum kann ich den jetzt nicht... Das ist überraschend. Kann ich den jetzt nicht annehmen? Da heißt er übrigens auch Torius und nicht Dorius. Nochmal. Vielleicht müssen wir auch bis dahin. Kann das sein? Ist das möglich, dass wir erst bis hierhin laufen müssen? Hoffentlich müssen wir nie die Tür aufmachen. Na, das will ich ja mal nicht hoffen. So. Und jetzt den Brief nochmal versuchen. Sonst war das jetzt mal Satz mit X. Das wäre schade, wenn es jetzt tatsächlich nicht geht. Denn das ist eine Folgequest und war nicht mal so unlustig. Nee, verflutscht nochmal. Ich relogge nochmal. Ich bin gleich wieder da. Sekundomento. So, nochmal, müssen wir mal versuchen. Nee, geht leider nicht. Aus welchen Gründen auch immer das jetzt nicht geht. Schade. Och, jetzt wollte ich euch so eine schöne Questreihe zeigen. Hier heißt er übrigens wirklich Dorius und nicht Torius. Ja, dann können wir die tatsächlich abbrechen. Schade. Na gut. Aber ich sehe hier gerade so ein paar Spinnen. Dann lassen wir uns mal nicht lumpen und hauen die Spinnen mal wenigstens um. Jemand ohne noch jemand ohne Fahrt. Dann nicht lassen. Ich will es jetzt nochmal mit abgebrochener Quest mal versuchen, ob sich da jetzt was tut. Nee, war nix. Alles klar. Okay, dann werde ich wohl mal was reinschreiben müssen in den Bug-Tracker. Brauchen wir mal ein Screenshot? Da hilft jetzt nicht, weil ich habe schon abgebrochen. Okay. Okay.
wir die hier alle mal noch ein bisschen, putzen wir weg. Ja, nur so ein paar. Ich meine, die droppen ja, Gott sei Dank, nicht immer nur einen Teilschaft, sondern doch mehr. Das ist für uns natürlich von Vorteil. Jungs. Da war nichts drin. Da war auch nichts drin. Das ist überraschend. Ist aber doof. Naja, egal. Wir müssen ja auch noch für das Schmieden des Schaftes diese Thorium-beschichteten Dolche besorgen. Also immer wenn mir jetzt hier irgendwie sowas begegnet, dann werde ich so umnatzen, das ist wohl klar. Solange wir halt hier jetzt noch diese Sachen zusammensuchen. War eben, wie gesagt, hier die Ausgucksform. Und Sulfarak hat sich schon fast erledigt hier. Für die Geheimpläne müssen wir unten rein. Und da müssen wir auch dann die Incentosaurier killen. Auch wieder 20 Stück. Naja, aber zumindest müsst ihr wissen, wo es ist. Und dann bei dem Vorarbeiter Maltorius kommen wir auch vorbei. Wenn wir das machen. Nur schaffen wir den vermute ich mal mit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht allein. So, jetzt hatte ich mich so dran gewöhnt, dass die so viel fallen lassen. Freizaubern, ist der nicht schön? Gibt's ja gar nicht. Achso. Ach so. Da sind noch einige. Ja, gut. Wenn er hier gerade so alle so rumfliegt, meine Güte, was ist das denn? Na gut. Also ein Pyro-Schlag mit 5-mal gesteckter Verbrennung, das wäre schon was. Das wäre schon nice. So. 12 von 20. Mal gucken. 7 von 20, also 70% erhöht wäre das. Das wäre nicht schlecht, aber nein, macht er nicht. Macht er nicht. So, war da nicht noch gerade eins? Eins von den Viechern da. Doch. Aber ja, doch. Magma-Elementar hatte mich neulich total zerrissen, also irgendwie.
kam ich da gar nicht so richtig zum Zaubern. Zumal auch, so, dann haben wir jetzt hiervon alle, zumal auch die Feuerzauber bei dem gar nichts brachten. Und irgendwie war ich so abgelenkt, hab das erstmal gar nicht gemerkt. Ach, Männer der Dunkeleisenzwerge, ich glaube, von denen kriegen wir keine durch. Ansonsten könnten wir das da unten ja nochmal probieren. Ich will es eigentlich unbedingt nochmal wissen, echt. So, und vielleicht gehen wir da einfach mal rüber. Das ist ja auch ein Ausguck, ja. Den könnten wir auch nehmen. Bleib mal hier. Bleib hier, Dicker. Komm. Ach, ein Fernkämpfer, okay. Bei diesen Inferno-Elementaren kriegt man natürlich auch das Herz der Flamme. Ne? Reinzaubern! Juhu! Ja, und das heißt, jetzt müssen wir auch den Kriegsgolem auch noch niedermachen, weil wir sonst nicht an den Loot kommen. Wir kommen an den Loot. So, die Ausgucksform, das Ausguckshandfernrohr haben wir gerade bekommen. Und zwei von den beschichteten Dolchen. Also wir könnten natürlich jetzt, komm, was soll's. Sind wir eh gerade hier. Nehmen wir sowieso mehr als ein Teil auf. Es rauscht hier so. Nicht Hilfe holen? Nö, 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 nö. Ich will da Hilfe holen. Was haben wir denn da jetzt alles? Lauter Spinnen. So, die 20 Dinger pack ich mal da rein. Da haben wir einen zu viel. Ja, manchmal kriegt man einfach zu viel. Schattenseide, Spinnenseide. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie brauchte. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Wie habe ich die immer verzockt jetzt in letzter Zeit? Weiches Bananenbrot. Oh, eine Stoffhose mit 12 Int. Oh. Hä? Okay. Gewonkt. Da können wir auch gleich hier. Das dicke Rüstungsset drauf machen. Ja, eine neue Robe haben wir immer noch nicht, aber ich muss mal gucken, ob Handor mir was Schönes schneidern kann. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Na, komm. Dass die so langsam gehen. Vielleicht drei von der Sorte. Sind vielleicht dann doch ein bisschen viel. Oh, das brauchst du gar nicht machen. Nee, das brauchst du gar nicht machen.
Die alle kommen. Das war ein bisschen zu much. Much. Nö. Hab da gesehen, wie schnell ich laufen kann. Hihihihi. Batch. Der kommt hier rüber, verstehe. Kommen beide rüber, aha. Geh nicht so weit zurück. Schade, jetzt wollte ich so eine schöne Questreihe anfangen. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Trick, dass man den noch machen kann. Ich weiß es jetzt. Schade, jetzt habe ich einen Freizaubern und also einen Schadenszauber hätte ich jetzt noch machen können für 0 Mana sozusagen, aber leider habe ich jetzt nichts zum Angreifen. So ist das eben. Jo. Geht's irgendwie ziemlich langsam. Lass mich raten, ich treffe den von hier aus nicht. Ach, ich treffe ihn, aber er trifft mich nicht. Kann das sein? Jetzt in den Nahkampf. Echt jetzt? So. Schöne Aussicht, ne? Ich glaube, wenn wir diese fertige Fackel haben, dann müssen wir auf alle vier Türme. Kann das sein? Wir werden sehen. So, ein Dolch noch und dann haben wir wenigstens noch was zum Gäben. Nicht so, da waren doch so Kohlepfannen. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, da. Diese Dinger, glaube ich, die müssten wir da in Brand setzen, bei allen vier Türmen. Na, Prost Mahlzeit. Okay. Wie, es fehlt dir doch noch einer? Hatte der keinen? Der hatte keinen, okay. Dann suchen wir uns eben noch einen, der noch einen Dolch hat für mich. Ist da noch jemand mit einem Dolch? Der hat einen. Der sieht schon so aus, als hätte er einen. Komm schon, meine Sachen laufen aus.
So, okay. Also, das können wir abgeben und das können wir abgeben. Und das machen wir jetzt auch. Und dann werden wir uns mal um das Geschäftsbuch aus Tanaris kümmern und was uns sonst noch so um die Ohren fliegt. Und was sagt die Uhrzeit überhaupt? Ja. Ich glaube, wir überziehen wieder so weit. Bis wir das Ganze schön abgegeben haben. Komm. Schließlich wollen wir, dass er jetzt alle sehen. Das finde ich so nice, dass ich mich mit Blinzeln da raus bewegen kann. Allerdings hat der Cooldown. Aber das hat auch Cooldown. Und ich habe immer noch nur 7 Dolche. Ich hier gerade. Flix und suche nicht. Will der Letzte mir keinen Dolch geben. Dahinter war aber übrigens noch eine Kiste, eine Truhe. Und dann holen wir uns die eben noch. Den drauf. Und 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 meine Waschmaschine ist fertig. Ach, heißt, ich kann nach dem Part hier gleich erstmal... Oh. Dankeschön für den Abbruch. Ich kann nach dem Part erstmal schön Wäsche aufhängen. Aber. Ah, zweimal schön Mana zurückbekommen. Das war aber knapp. Es war knapp schon, junge Dame. Dafür haben wir wenigstens den Dolch bekommen. Das ist gut. Und die Truhe ist gerade nicht da. Das war jetzt logisch. Wenn ich sie haben will, ist er nicht da. Ach. Ja, ich hätte sie ja so nehmen können vorhin, als ich sie gesehen habe. Aber nein. Nö, nö, nö. So. Pumpen. Lauter tote Zwerge hier. Lauter tote Dunkeleisenzwerge. Das Schmieden des Schaftes. 8 Trieben. Ich brauche 8. Ja, ich hab 8. Ihr seid ein außergewöhnlicher Arbeiter, Trieben. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, einer anderen Berufung zu folgen? Vielleicht der eines Detektivs? Lunda Sambas? Oh, ich weiß, ihr könnt eine solche
einer dieser dummen Gnome werden, die über die Strände von Azeroth schleichen und mit ihrem Metalldetektorapparaten nach verlorenen Schätzen suchen. Ja, das wäre ein idealer Beruf für euch. Na warte, jetzt weiß ich wieder, warum ich den nicht mochte. Immerhin kriege ich ein Gold 40 damit dafür, dass ich mich hier beleidigen lasse. Die Umwandlung der Flamme. Wir brauchen noch ein letztes Teil, um die Fackel zu formen. In den Bergen nordwestlich von hier könnt ihr ein großes Lager des Twilight-Clans finden. Ich entsinne mich, das waren glaube ich Elite. Es heißt, dass sie Symbole und Götzenbilder zur Verehrung ihres Gottes mit sich herumtragen. Diese Symbole und Götzenbilder besitzen vielleicht genügend Verzauberungen, um daraus eine magische Umwandlung hervorzustellen. Bring mir ein einzelnes Symbol von Ragnaros und ich werde versuchen, die Magie aus dem Gegenstand zu extrahieren, um die Umwandlung zu erschaffen. Yo. So ein Blödmann. So, dann geben wir noch die Schmiedewindform ab. Da seht ihr, das sind Elite, 49. Gab es ja auch welche, die keine Elite waren? 47. Genau, welchen genau sollte ich holen? Moment mal, meine ich jetzt überhaupt die richtigen? Ja, doch, das sind die. Jetzt mal, der ist ziemlich gefährlich. Level 50, okay. Nie. Nö. Wie sieht's mit dir aus? Magst du Feuer? Feuerwache. Überstanden? Ich hoffe, du machst vielleicht nicht so viel Schaden. Da habe ich mich geirrt. Ja, das wird sich etwas schwierig gestalten. So, ich kürze das jetzt hier mal ab und belebe wieder, da wir ja eh eine kleine Pause machen bis zur nächsten Aufnahme. Vorher geben wir natürlich noch unsere Quest hier ab. Nicht wahr? Rede mit mir. Wenn ihr wegen der Belohnung gekommen seid, müsst ihr mir zuerst die gestohlenen Gegenstände übergeben. Schön. Fantastische Arbeit und nun zu eurer Belohnung. Stoffhandschuhe, die alle 5 Sekunden 4 Punkte Mana wiederherstellen. Und 10 Int haben, was hab ich denn an? Da geht mir zwar 9 Ausdauer verloren. Aber ich glaube, das ist ein Deal. Ja. auf 9, 10,47 auf 9,57.
So ist es. So ist es halt. Ja, liebe Freunde, ich mach's mal kurz und knapp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit Let's Play World of Warcraft. Zick.